Heute sprechen wir über die sehr interessante Substanz 5-HTP und inwiefern es ein Verbot von den Limitless-Pillen gab. 5-HTP ist ein Supplement, das besonders interessant ist für Leute, die ab und zu Drogen wie Ecstasy nehmen, weil es die Nachwirkungen reduzieren soll. Aber 5-HTP wird auch häufig vermarktet als Alternativbehandlung von Depressionen. Auch bei Amazon-Bewertungen wird darüber geschwärmt, wie durch 5-HTP die Stimmung gesteigert wird. Doch ist dieser Hype gerechtfertigt? Serotonin ist eines der zentralen Botenstoffe im Gehirn, welches viel in Sachen Appetit, Schlaf und Stimmung regelt. Serotonin wird aus der Aminosäure L-Tryptophan aufgebaut. Diese Aminosäure L-Tryptophan ist in vielen Nahrungen wie Parmesan, Cashews oder Steinpilzen enthalten. Bevor L-Tryptophan allerdings zu Serotonin wird, wird es erst in 5-HTP umgewandelt, dann erst in Serotonin. Das Serotonin wird dann irgendwann später in Melatonin umgewandelt, ein Botenstoff, der den Schlaf regelt. Stoffe wie L-Tryptophan und 5-HTP nimmt man dann, um den Serotoninspiegel zu steigern, um Schlaf und Stimmung zu verbessern bzw. einer Depression und den Nachwirkungen von MDMA entgegenzuwirken. L-Tryptophan wird allerdings nicht nur in Serotonin umgewandelt, sondern auch in andere Botenstoffe. Somit ist der Vorteil an 5-HTP, dass es effizienter für Serotonin sorgen kann, wenn es einem hauptsächlich um Serotonin geht. Bei Leuten, bei denen das Umwandeln von L-Tryptophan zu 5-HTP nicht so gut klappt, kann 5-HTP dieses Defizit ausgleichen. L-Tryptophan ist dafür nebenwirkungsärmer, weil der Körper die Metabolisierung von L-Tryptophan selbst regelt und es dann nicht zu einer Überdosis aufgrund einer zu hohen Serotoninproduktion kommen kann. So zumindest die Theorie. Es gibt wirklich verdammt viele YouTube-Videos, die von Studien reden, die belegen, dass 5-HTP bei einer Depression helfen kann. 5-HTP, also known as 5-Hydroxytryptophan, has studies showing its effectiveness and safety for depression. Aber so gut wie keiner dieser Videos hat da irgendeine Studie verlinkt. Vermutlich, weil es sie meiner Recherche nach nicht gibt. Wobei es natürlich bei den klassischen SSRI-Antidepressiva mit der Studienlage gar nicht so viel besser aussieht, was wiederum daran liegen könnte, dass es ja nicht mal nachgewiesen ist, dass die Ursache von Depressionen grundsätzlich schlechte Serotoninproduktion ist. Es gibt lediglich Studien, die zeigen, dass 5-HTP beim Abnehmen helfen kann oder gegen Schlafstörungen. Letztes Jahr hatte ich eine sehr depressive Phase, wo ich auch 5-HTP dagegen genommen habe, aber mir kam es nicht so vor, als würde ich durch das 5-HTP irgendwie merklich glücklicher werden. Häufig wurde ich nach der Einnahme müde, was darauf hindeuten könnte, dass es mir immerhin beim Schlaf helfen könnte. Als ich aus der depressiven Phase raus war, habe ich 5-HTP auch nochmal genommen und konnte ebenfalls nicht feststellen, dass es meine Stimmung maßgeblich beeinflusst hat. Auch da wurde ich etwas müde. Das ist lediglich meine Erfahrung und ich will damit nicht ausschließen, dass es anderen hilft. Es kann natürlich auch Placebo sein, aber viele Kundenbewertungen von 5-HTP sind zumindest sehr positiv. Vielleicht hatte ich halt nie ein Problem mit meinem Serotonin-Level und es hilft bei Menschen, deren serotoninerzeugende Prozesse weniger effizient laufen oder die vielleicht über die Nahrung zu wenig L-Tryptophan aufnehmen. Für mich persönlich macht es keinen Sinn, das regelmäßig zu nehmen, um meine Stimmung zu boosten, aber ich verwende es durchaus nach einer MDMA-Erfahrung. Die Betonung liegt auf nach. Es wird meist abgeraten, das direkt vor oder während dem Konsum zu machen, weil das Risiko des Serotonin-Syndroms erhöhen könnte. Durch MDMA wird die Biosynthese zu Serotonin gestört. Studien zeigen, dass nach MDMA-Konsum vor allem die Tryptophan-Hydrolaxe gehemmt wird. Das ist der Prozess, der das durch die Nahrung aufgenommene L-Tryptophan in 5-HTP umwandelt. Daher ist es eben sinnvoll, direkt das 5-HTP zu nehmen, weil der Körper da Serotonin herstellen kann, ohne die begrenzt funktionierende Tryptophan-Hydrolaxe. Im Gegensatz zu L-Tryptophan, was in vielen Lebensmitteln enthalten ist, muss man das 5-HTP in Nahrungsergänzungsmittelpillen zuführen, weil es in keinem alltäglichen Nahrungsmittel in signifikanten Mengen enthalten ist.
5-HTP hat man bis jetzt eigentlich nur in der Griffonia simplicifolia Pflanze oder zu Deutsch afrikanische Schwarzbohne gefunden. Bananen enthält theoretisch auch 5-HTP, aber nicht in nennenswerten Mengen. Bei der Dosierung von 5-HTP sollte man durchaus aufpassen, denn es kann dazu Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall und Schlafproblemen kommen. Ich persönlich nehme eine Pille nach einer MDMA-Erfahrung. Ja, man erholt sich vermutlich dank 5-HTP nach einem MDMA-Rausch schneller von einem MDMA-Kater, aber es ist auf keinen Fall ein Mittel, das MDMA plötzlich ungefährlich macht. Ich nehme jeden Tag MDMA, aber keine Sorge, ich nehme danach immer 5-HTP. 5-HTP könnt ihr euch natürlich in meinem Supplements-Shop supplements.de gönnen. Das habe ich... Den lasse ich so drin, oder? Das ist eine brillante Überleitung, um darüber zu sprechen, was es mit einem Verbot von meinen Limitless-Pillen auf sich hat. Viele haben sich gewundert, warum wir da die Rezeptur geändert haben. Und der Grund dahinter sind die absolut lächerlichen Gesetze zu Nahrungsergänzungsmitteln. Die erste Version von Limitless hatte ja eine auf dem deutschen Markt einmalige Zusammensetzung. Und jetzt weiß man auch warum. Aufgrund der Novel Food Verordnung der EU dürfte man einige Inhaltsstoffe davon nicht als Nahrung verkaufen. Nein, nicht, weil sie irgendwie gefährlich sind, sondern weil sie laut dieser Verordnung als neuartige Lebensmittel gelten und erst ein aufwendiges Zulassungsverfahren durchlaufen müssten, um eine Zulassung zu erhalten. Natürlich kann ich Regelungen verstehen, die verhindern, dass man nicht jeden Schrott verkaufen kann, aber durch das Gesetz ist es einfach zu schwer, eigentlich harmlose Substanzen zuzulassen. Ja, L-Theanin fällt darunter, obwohl es in sämtlichen Tees enthalten ist. Und ja, Alpha-GPC fällt darunter, obwohl Cetylcholin, was erlaubt ist, das fast gleiche Wirkungsprofil hat. Es ist jetzt nicht so verboten wie ein Betäubungsmittel und es wird nicht sonderlich stark dagegen vorgegangen, was man daran erkennt, dass man auf Amazon verdammt viele Produkte kaufen kann, die laut dieser EU-Verordnung eigentlich verboten sein sollten. Ein gewisser Wirkstoff aus der Hanfpflanze, der in sehr großem Stil verkauft wird, fällt theoretisch auch darunter. Und Fun Fact, Nahrungsergänzungsmittel wie 5-HTP oder Melatonin waren auch mal laut dieser Verordnung verboten, sind aber inzwischen durch Anträge legalisiert worden. Vor allem beim L-Theanin finde ich es richtig schade, dass das nicht mehr drin sein kann im Limitless. Das nehme ich jetzt einzeln zu den Limitless-Pillen dazu. Dass Alpha-GPC nicht mehr drin ist, finde ich nicht ganz so schlimm, weil da jetzt anstattdessen Cetylcholin drin ist, was wirklich verdammt ähnlich wirkt. Abgesehen von Änderungen aus legalen Gründen haben wir auch andere Änderungen durchgeführt. Stoffe wie Ginkgo haben wir entfernt, weil uns da die Evidenz irgendwie zu schwach war, dass es sehr viel bringt. Aber dafür haben wir zum Ausgleich Stoffe wie L-Tyrosin oder Rosenwurzextrakt mit reingenommen. Das Rosenwurzextrakt ist die geilste Änderung, weil das einer der Stoffe ist, bei denen es die meisten Studien gibt, dass es ordentlich was bringt. Trotz dieser Anpassung an die EU-Verordnung würde ich sagen, dass unser Produkt auf dem Markt relativ einzigartig ist. Es gibt allerdings schon ein paar Konkurrenten, die ähnliche Zusammensetzungen haben. Ich benutze das Limitless ja auch selbst regelmäßig und für mich ist es wichtig, dass es kein Koffein enthält, weil wenn ich meine Leistung mit Koffein boosten will, dann mache ich das in Form eines Chai-Tees und genieße dabei noch den genialen Geschmack. Wir werden natürlich immer weiter versuchen, die Limitless-Formel zu perfektionieren, sodass es das ausgefeilteste Fokusprodukt auf dem Markt ist. Nach dem Launch von Limitless war ein Feedback von euch, dass ihr nicht direkt 30 Euro für Limitless ausgeben wollt, wenn es dann bei euch gar nicht wirkt. Deswegen haben wir jetzt auch deutlich günstigere Probierpacks zu allen Stoffen, damit ihr euch erstmal überzeugen könnt. Neu im Shop ist jetzt auch der konzentrationsfördernde Stoff Cetylcholin, aka CDP-Cholin, einer der Hauptwirkstoffe von Limitless. Wir wollen nach und nach auch alle Einzelwirkstoffe von Stack-Produkten separat rausbringen, dass man da rumexperimentieren kann, welcher Wirkstoff wie viel bringt. CDP-Cholin alleine hat schon herausragende Bewertungen auf Amazon und vielleicht fährt jemand mit einem Einzelwirkstoff besser. Limitless-Merch gibt es jetzt auch und das Geile an dem Merch ist, dass er glänzen kann.
Das ist nur bei einem bestimmten Lichteinfall und im Alltag schaut es wie ein normaler Pulli aus. Und noch ein cooler Fakt über die einzigartigen Verpackungen von meinen Nahrungsergänzungsmitteln: die sind komplett recycelbar, also umweltfreundlich. Also wenn ihr Interesse an eines dieser Nahrungsergänzungsmittel habt, gönnt sie euch bei supplements.de. Dass 5-HTP Nebenwirkungen erzeugen kann, habe ich ja schon gesagt. Bei Limitless ist ja jetzt auch L-Tyrosin enthalten und da kann es bei zu höherer Dosierung ebenfalls zu Nebenwirkungen wie Kopfweh kommen. Also passt auf jeden Fall bei der Dosierung auf. Schreibt in die Kommentare, welche Nahrungsergänzungsmittel ich als nächstes rausbringen soll. Ich tendiere stark zu Vitamin D oder zu gewissen Pilzen. Die nächste Zeit sind ein paar richtig epische Videos geplant, wie beispielsweise der Xeni-Test. Also abonniert diesen Kanal.